Wenn man nur flüchtig die Leistungsdaten der Neutron-Rakete von Rocket Lab anschaut, könnte man auf die Idee kommen, dass Rocket Lab nur eine billige Kopie der Falcon 9 baut. Aber das stimmt so nicht ganz. Rocket Lab hat im Gegensatz zur SpaceX und der Falcon 9 die Neutron von Anfang an auf Wiederverwendung getrimmt. Mit Sicherheit ist die Neutron kein SpaceX-Killer und SpaceX mit der Starship-Entwicklung vermutlich sogar eine ganze Raketengeneration weiter als der Rest der Branche. Aber trotzdem ist die Neutron von Rocket Lab ein extrem spannendes Design. Und auch wenn das bei so ziemlich jeder Raketenvorstellung in irgendeiner Zeitung steht, will SpaceX Konkurrenz machen, bei dem, was wir bisher über die Neutron von Rocket Lab wissen, hat sie tatsächlich das Potenzial, der Falcon 9 von SpaceX Konkurrenz zu machen. Aber dazu gleich mehr. In dem Video heute umreißen wir kurz, was wir bisher über die Neutron von Rocket Lab wissen, und wir schauen uns im Detail an, was die Neutron besser machen könnte als das aktuelle Maß der Dinge, die Falcon 9 von SpaceX. Wenn auch du etwas besser machen magst, solltest du Senkrechtstarter abonnieren, denn damit erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass spannende Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger an dir vorbeigehen. Ja, aber nun zum Thema der heutigen Episode. Die Neutron von Rocket Lab ist eine knapp 43 Meter hohe Orbitalrakete. Die 43 Meter wirken auf den ersten Blick im Vergleich zu den 70 Metern einer Falcon 9 vielleicht nicht so beeindruckend, aber kombiniert mit 7 Meter Durchmessern an der Basis und 5 Metern auf Höhe der Nutzlastverkleidung kommt die Neutron doch auf ein beachtliches Volumen. Wie bei allen Orbitalraketen braucht sie dieses Volumen hauptsächlich, um den Treibstoff aufzunehmen. So bringt es die Neutron auf ganze 480 Tonnen Startgewicht. Zum Vergleich, bei der 70 Meter hohen Falcon 9 sind es 550 Tonnen. Aus den insgesamt 480 Tonnen Startgewicht holt Rocket Lab dann nach aktuellen Planungen bis zu 15 Tonnen Nutzlast in einen niedrigen Erdorbit raus. Das ist erstmal relativ weit weg von den 23 Tonnen, die eine Wegwerf-Falcon 9 theoretisch schaffen könnte. Da die Neutron aber im Gegensatz zur Falcon 9 von Anfang an auf Wiederverwendung optimiert wurde, sind die möglichen 13 Tonnen Nutzlast bei der Landung auf einem Schiff in Flugrichtung schon relativ dicht an den 16 Tonnen der Falcon 9, wenn der SpaceX Booster auf einem Drone-Ship landet. Dazu gleich mehr. Aktuell ist SpaceX ja immer noch die einzige Firma, bei der die senkrechte Landung der ersten Stufe einer Orbitalrakete geglückt ist. Wenn dich mehr interessiert, wie SpaceX das macht, verlinke ich dir meine Technik-Episode zu dem Thema hier unter dem Video. Aber zurück zur Neutron von Rocket Lab und ihrer Ähnlichkeit mit der Falcon 9. Die neuen Triebwerke in der ersten Stufe erinnern definitiv auch an die Falcon 9, die ja bekanntlich ihren Namen von den neuen Erststufentriebwerken hat. Hier übrigens eine Änderung zur letzten Vorstellung. Da war bei Rocket Lab noch von 7 Archimedes-Triebwerken für die Neutron die Rede. 9 Triebwerke in der ersten Stufe wie die Falcon 9, da hört es dann aber auch schon auf mit den Gemeinsamkeiten der Triebwerke. Das Archimedes von Rocket Lab wird mit einer gestuften Verbrennung von Methan und Sauerstoff laufen und damit deutlich effizienter arbeiten können als die mittlerweile extrem hochgezüchteten Merlin 1D von SpaceX. Die laufen ja im offenen Gasgeneratorzyklus, wo Treibstoff neben der Hauptbrennkammer für die Pumpen genutzt wird und dann für den Gesamtimpuls des Triebwerks so gut wie verloren ist. Gestufte Verbrennung und Methalox als Treibstoff, damit ist das Archimedes tatsächlich näher am Raptor von SpaceX als an dem Merlin der Falcon 9. Wenn du auch ein Herz für Raketentriebwerke hast, ja, meine Playlist zum Thema Triebwerkstechnik verlinke ich dir ebenfalls unter dem Video. Dort erkläre ich die Unterschiede zwischen den Antriebszyklen und stelle viele Triebwerke im Detail vor. Aber zurück zur Neutron von Rocket Lab. Sofort sticht ins Auge natürlich die komplett andere Form der Neutron gegenüber konventionellen Raketen wie der Falcon 9. Warum diese Form in der Wiederverwendung der Falcon 9 überlegen ist, das klären wir gleich. Als erstes zum Material. Die Falcon 9 setzt ja wie fast alle Raketen überwiegend auf Aluminium-Lithium-Legierung in der Isogrid-Bauweise. Isogrid, das ist im Prinzip eine dicke Metallplatte, aus der dann der Großteil des Materials herausgefräst wird und nur eine dünne Platte mit Stegen übrig bleibt. Wozu dieser Aufwand? Ja, weil Aluminium schwer zu schweißen ist und weil das Isogrid-Aluminium einen Bruchteil der Masse der ursprünglichen Platte hat, aber nicht viel von seinen Festigkeitswerten in Lastrichtung einbüßen muss. Das Problem mit dem Schweißen hat Rocket Lab übrigens nicht. Die Neutron wird wie schon die Elektron aus Kohlefaser gebaut. Natürlich bringt das Herstellen großer Kohlefaserstrukturen durchaus seine Schwierigkeiten mit sich, aber mit der Elektron hat Rocket Lab ja bereits bewiesen, dass sie diese beherrschen. Auch SpaceX hat übrigens bei der Falcon 9 Kohlefaserbauteile. Das sind zum Beispiel die Nutzlastverkleidung, die Interstage und die Drucktanks, die sogenannten COPVs. Apropos Nutzlastverkleidung. Ein echter Geniestreich ist meiner Meinung nach Rocket Lab gelungen mit der Hungry Hippo Nutzlastverkleidung. Ja, James Bond Fans wird das Design bekannt vorkommen. Rocket Lab wird es nicht wie Ernst Stavro Blofeld dafür nutzen, Raumschiffe im Orbit zu stehlen. Also zumindest hat Peter Beck diesen Plan noch nicht in seiner Präsentation geäußert. Die Neutron wird die Nutzlastverkleidung an der ersten Stufe zurück zur Erde bringen.
Dadurch spart sich Rocket Lab die Bergung der Fairings durch Fallschirme, Schiffe oder sogar Hubschrauber. Das ist nicht nur naheliegend cool, wenn man die Nutzlastverkleidung mit der ersten Stufe wieder verwenden möchte. Durch diese Bauform kann die zweite Stufe in die erste Stufe eingehängt werden und so leichter konstruiert werden. Ist klar, hängend wirken hauptsächlich Zugbelastungen. Ebenso wenig muss die zweite Stufe die Last der Fairings und die aerodynamische Belastung aufnehmen. Weiter kann die Isolierung der zweiten Stufe leichter ausfallen, wenn sie keinen direkten Kontakt mit dem Fahrtwind beim Aufstieg hat. Angetrieben wird die Oberstufe übrigens durch ein einzelnes vakuumoptimiertes Archimedes-Triebwerk. Ähnlich wie die Falcon 9, die, soweit ich weiß, als erste Orbitalrakete ein vakuumoptimiertes Erststufentriebwerk in der Oberstufe verwendet hat. Aber schreibt mir gern hier in den Kommentaren, wenn euch noch eine Rakete einfällt, der das vorher gelungen ist. Nahezu jede dieser Abweichungen von einer konventionellen Rakete ist der geplanten Wiederverwendung geschuldet. Ja, fangen wir mal mit der Form an. Die Neutron verschlankt sich nach oben hin, ähnlich einer Wiedereintrittskapsel. Dadurch werden die Seitenwände der Rakete vor übermäßiger Wärme geschützt. Vermutlich wird so die Verwendung von Kohlefaserverbundwerkstoffen ohne speziellen Hitzeschutz erst möglich. Diese sind zwar, wenn auf Lastrichtung ausgelegt, hervorragend in ihrer Festigkeit, aber selbst exotische Harzsysteme kommen bei hohen Temperaturen ins Schwitzen. Ähnlich zu einer Wiedereintrittskapsel wird die Form aerodynamisch stabil sein. Und mit dem Gewichtsschwerpunkt der leeren Rakete durch die Triebwerke nahe der Basis wird die Neutron die hitzegeschützte Unterseite im Zweifelsfall wahrscheinlich automatisch in Fallrichtung drehen. Aber die Neutron sollte durch ihre ausladende Form insgesamt besser zum aerodynamischen Bremsen geeignet sein als die Falcon 9 von SpaceX. Die breite Basis von 7 Metern Durchmessern erzeugt viel Widerstand und senkt somit die Fallgeschwindigkeit, wodurch Treibstoff bei der Landung gespart werden kann. Falls du dir das nicht so richtig vorstellen kannst, die Nutzlastverkleidung von SpaceX hat so viel Luftwiderstand bei gleichzeitig geringer Masse, dass sie komplett ohne Triebwerke aus über 100 Kilometern Höhe fallen kann und wieder eintreten kann. Aber zurück zur Eingangsfrage, was macht die Neutron von Rocket Lab besser als die Falcon 9 von SpaceX und warum? Dazu erstmal meine an Gotteslästerung grenzende Behauptung, die Falcon 9 ist im Grunde eine sehr konventionelle Rakete, der man die Wiederverwendung erst nachträglich durch diverse Änderungen beigebracht hat. Die Grundstruktur der Falcon 9 wurde dagegen sehr früh festgelegt, als die NASA Geld für die Entwicklung eines Konzepts zur Beförderung von Fracht zur ISS an SpaceX gegeben hat. Fun Fact, ohne das NASA-Geld wäre SpaceX im Jahre 2008 Geschichte gewesen. Auch die Materialien und Fertigungsverfahren der Falcon 9 sind Raumfahrtstandard der 2000er Jahre. Das heißt, hier ähnelt die Falcon 9 anderen Trägern dieser Zeit. Was nicht heißt, dass SpaceX die Fertigung nicht extrem gestrafft hat und schon früh angefangen hat, seine Lieferketten zu optimieren und kurz zu halten. Stichwort vertikale Integration. Etwas, das der Ariane mit ihren vielen Zulieferern ja aktuell das Genick bricht. Kurzum, die Falcon 9 ist zwar eine gute und effiziente Rakete, die sehr aggressiv vermarktet werden kann und dabei trotzdem gutes Geld verdient, trotzdem verursacht die Wiederverwendung nicht unerhebliche Kosten. Das lässt eine Menge an Potenzial ungenutzt, welches Rocket Lab jetzt mit der Neutron versucht mitzunehmen. Hier nur einige naheliegende Beispiele für nachträgliche Upgrades an der Falcon 9 und die bessere technische Lösung bei der Neutron. Fangen wir unten an, die langen Beine wegen des hohen Schwerpunkts der Falcon 9. Der kleine fatty Neutron, no body shaming, braucht keine langen, schweren Beine. Ausgeklappt haben die langen Beine der Falcon 9 eine Spannweite von ca. 18 Metern. Die Neutron hat bereits einen Durchmesser von 7 Metern, die Falcon 9 gerade mal 3,7 Meter. Daher können die Beine bei der Neutron sehr viel kürzer ausfallen als bei der Falcon 9. Genauso offensichtlich die wiederverwendbare Nutzlastverkleidung bei SpaceX. Die ist mit Avionik, Steuerdiesen und Fallschirm eigentlich ein kleines Raumschiff und fliegt selbst zur Erde. Bei Rocket Lab ist die Nutzlastverkleidung Teil der ersten Stufe. Das spart also alles ein, was SpaceX für die Wiederverwendung der Fairings braucht. Die Nutzlastverkleidung der Neutron kann also deutlich leichter ausfallen, wenn sie nicht als eigenes Raumschiff wie bei SpaceX unterwegs sein muss. Aber das Design macht als Nebeneffekt ebenso die zweite Stufe leichter, weil sie weder die Nutzlastverkleidung noch ihr Eigengewicht auf Druck tragen muss. Ganz zu schweigen von dem Mechanismus für das Öffnen der Nutzlastverkleidung und dem Schutz vor Fahrtwind und Temperatur beim Aufstieg. Das dürfte die zweite Stufe rekordverdächtig leicht machen, was direkt dann die Performance der Neutron steigert. Hier gilt ja die Faustformel, jedes Kilogramm Gewicht, das du in der Oberstufe sparen kannst, ermöglicht ein Kilo mehr Nutzlast. Etwas, worin die europäische Raumfahrt übrigens historisch schlecht ist, leichte, flexible Oberstufen. Böse Zungen witzeln, die Ariane muss nur am Äquator starten, um ihre Oberstufe zu kompensieren. Aber zurück zur Neutron. Im Gegensatz zur SpaceX muss Rocket Lab auch keine Ersatzlagerung oder Wiederaufbereitung von Nutzlastverkleidungen vorhalten. Zumindest dann nicht, wenn die Neutron ihre Fairings immer heil zur Erde zurückbringt. Tatsächlich bringt SpaceX ja nicht jedes Mal die Fairings heil in den Hafen. Hin und wieder fehlt eins.
Ich hatte es schon gesagt, die erste Stufe der Neutron ist auf Wiederverwendung optimiert. Sollte das Konzept aufgehen, wird man prozentual deutlich weniger Treibstoff für die Wiederverwendung benötigen als die Falcon 9 von SpaceX. Denn der große Durchmesser der Neutron wird bei Wiedereintritt in die Atmosphäre sehr viel Widerstand erzeugen, wodurch sowohl Entry Burn, sollte überhaupt einer notwendig sein, als auch Landing Burn kürzer und somit sparsamer ausfallen können. Außerdem kann der Schutz der Komponenten, die dem Wiedereintritt ausgesetzt sind, auf diese Weise reduziert werden. Das wiederum spart Treibstoff zum Bremsen. Ja, und die Effekte, die summieren sich auf. Und alles, was ich nicht an Treibstoff zum Wiederverwenden brauche, muss ich nicht erst vorher aufwendig beschleunigen. Der Nutzlast-Sweet-Spot der Falcon 9 macht die Landung in den meisten Fällen auf einem Drone-Chip notwendig. Bei Rocket Lab spart man durch das Design so viel Treibstoff beim Re-Entry und Landung, dass der Sweet-Spot für die Nutzlast bei der Landung an der Startrampe liegen soll. Das heißt, die Neutron wird auf das Zurückfliegen zum Startplatz optimiert. Bei SpaceX hingegen muss eine ganze Flotte an Schiffen für die Wiederverwendung bereitgestellt werden. Und selbst wenn die Neutron in Flugrichtung auf einem Schiff landet, spart Rocket Lab sicher die Schiffe zum Einsammeln der Nutzlastverkleidung. Auch hinsichtlich Treibstoff- und Triebwerkszyklus geht Rocket Lab mit Neutron weiter als SpaceX mit Falcon 9. Methan ist gegenüber RP-1 nämlich mit einem höheren Wasserstoffanteil beglückt und damit geringfügig effizienter als das RP-1 der Falcon 9. Auch sollten die Umweltaspekte nicht unter den Tisch fallen, Methan verbrennt sauberer als RP-1, welches ja dem Kerosin sehr ähnlich ist. Selbst kostenmäßig ist Methan dem Kerosin bzw. RP-1 überlegen. Klar, wenn man auf den europäischen Gasmarkt schaut, mag man das aktuell für Methan nicht glauben, aber in den USA ist Erdgas immer noch günstig. Ja, auch dort hat sich der Preis verdreifacht, aber das wird wie in Europa auch nicht dauerhaft sein, denn aktuell bestimmt ja Panik den Preis. Die Weltmarktmenge an Erdgas ist ja nicht weniger geworden, nur einige Lieferketten wurden unterbrochen. Dazu kommt natürlich, dass man zunehmend auf Alternativen zum Gas setzt, was den Bedarf und damit den Preis mittelfristig senken dürfte. Aber zurück zu den Raketen. Nicht zuletzt die Entscheidung für die gestufte Verbrennung hilft, die Effizienz gegenüber dem offenen Gasgeneratorzyklus des Merlins zu verbessern. Peter Beck sagte dazu, dass man mit dem zuerst für das Archimedes-Triebwerk geplanten offenen Gasgenerator in viele Beschränkungen bei der Wiederverwendung gelaufen ist. Weiter sagte, dass die Effizienzwerte noch nicht das Nonplusultra sind, das mit dieser Treibstoffkombination und der gestuften Triebwerkstechnik erreicht werden könnte. Da Rocket Lab jedoch auch hier an die Wiederverwendung denkt, wolle man die Materialien nicht bis an Anschlag betreiben, sondern in einem Wohlfühlpunkt betreiben. Ich habe mich mit Ineas etwas ausgetauscht und wir gehen eigentlich beide davon aus, dass die Effizienz ähnlich wie bei Merlin von SpaceX nach und nach verbessert werden wird und die jetzt genannten Werte doch eher konservativ sind. Also mein Fazit zur Neutron. Insgesamt ist die Falcon 9 zwar eine gute und effiziente Rakete, aber die Wiederverwendung verursacht nicht unerhebliche Kosten. Das lässt eine Menge Potenzial offen, welches jetzt von der Neutron halt mitgenommen werden soll. Trotzdem wird es für Rocket Lab schwer werden, den Platzhirsch Falcon 9 direkt anzugreifen, da die Startrate der Falcon 9 so extrem hoch ist. Kunden und Behörden, die kennen die Rakete und ihren Betrieb. Der Preis ist branchenweit der beste und, wie man munkelt, auch noch mit viel Potenzial zur Preisreduktion. Unter vorgehaltener Hand wird von SpaceX-internen Falcon 9 Startpreisen von unter 20 Millionen Dollar gesprochen. Das ist schon ziemlich verrückt. Laut Rocket Lab hat man die Neutron nach Kundenwünschen entwickelt. Das können wir natürlich nicht überprüfen. Dem Markt würde es mit Sicherheit gut tun, wenn es neben SpaceX einen weiteren Player mit attraktiven Preisen und flexiblen Startoperationen gibt. 2024 soll es soweit sein, aber wir wissen, glaube ich, alle, dass Raketenentwicklungen gern mal länger dauern. Und über den Elefanten im Raum, das Starship von SpaceX mit den völlig unanständigen Preisen für Nutzlasten in den Orbit, ja, da sprechen wir noch gar nicht erst. Apropos unanständig, ich hoffe, du findest es nicht übergriffig, wenn ich dich auffordere, das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Und ja, wenn du mehr Videos über Raumfahrttechnik und die neuesten Entwicklungen nicht verpassen möchtest, ja, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch hätte ich schon längst aufgeben müssen. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Wir stehen vor der Rückkehr zum Mond und den nächsten großen Sprüngen da draußen. Ich kann unseren ganz persönlichen Apollo-Moment kaum erwarten. Wenn es dir genauso geht, schreibt mir gerne unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.